einen wunderschönen. Herzlich willkommen zu einem neuen Maskenmontag. Wir drei sind am Start. Ich sag drei, weil die Kira hier unten liegt. Ich glaube, ihr seht die nicht, aber die liegt hier und beobachtet den Fall, ja, was hier gerade so los ist bei Familie Fröhlich. Ja. Ja, wir haben vor, wieder gemeinsam mit euch eine Maske zu machen. Ich habe hier die Fragen am Start. Und gleich an dieser Stelle, wir brauchen wieder neues Material. Wir brauchen Input, wir brauchen Futter für den Maskenmontag. Schreibt's gerne in den Community-Tab. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zum Community-Tab. Ansonsten einfach auf meine Kanalseite gehen, dort den Reiter Community suchen, raufklicken und da ist es dann gleich der erste Beitrag. Das müsste der erste sein, meine ja, ich. Ja. Ja. Und da stellt uns gerne Fragen oder Themenvorschläge, über was wir jetzt hier im Maskenmontag ein bisschen reden können. Ne? Mhm. Genau. So, wir haben uns für eine Maske entschieden von Balea, eine Limited Edition. Die war bei der lieben Daniela im Adventskalender. An dieser Stelle lieben, lieben Dank, Daniela. Und zwar die Maske Kokos und Pitaya. So sieht die aus. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht, weil Limited Edition, auf jeden Fall sieht die unfassbar toll aus. Ja, Kokos gibt es nicht so viel. Aber ich, hier wäre ich Verpackungsopfer. Wie cool sieht die bitte aus, ne? Soll wohl für jeden Hauttypen sein. Verwöhnt die Haut mit Kokosöl und Drachenfruchtextrakt. Und hat eine pflegende Wirkung, Schatz. Welche? Oben oder unten? Unten, der glänzt am meisten. Also mit sowas kriegst du mich auf jeden Fall immer. Ja, das Daniela, ist ja, was da drin ist. Hauptsache die Höhle glänzt. Ich freue mich da sehr, liebe Daniela, dass wir das jetzt ausprobieren können. Ich muss mich natürlich noch präparieren, Nasenstriebsel raus und meinen Pony beiseite klemmen. Kira, wer stört denn da? Du. Kira, Kira. Und ein bisschen weichkneten. Ist der Hund denn glücklich dahinter uns? Bestimmt, so wie das aussieht. Ich sitze wieder Hahn auf der Stange hier. Die Farbe habe ich jetzt nicht erwartet. Nee. Bei Kokos. Nee. Ich zeige euch das gleich. Tada! So, kommt wahrscheinlich von der Pitaya-Frucht, aber der Duft ist sehr kokosnussig. Riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Und jetzt schmeckt mir gleich hier noch, was hier rauskommt. Macht der Uwe auch gerade. Auf die Wangen und ja, jetzt sieht die Schmiere los, Leute. Es ist ja, wie es ist. Ist aber gut. So, falls ihr fragt, oder auch nicht, erzählt es jetzt trotzdem. Mein Sturz habe ich gut überstanden. Mir tut jetzt wieder meine Hüfte weh, die Heilzeit, wo krankgeschrieben war, gar nicht mehr wehgetan hatte. Dafür halt jetzt wieder was davon, weil ich genau auf diese Seite gefallen bin. Auch, ne? Ach so, vielleicht sollte ich die Mannequins, die Leute auch erstmal abholen. Ich hatte so ja, sie ist gefallen. Ja, ich habe mal geguckt, ob ich unten was finde auf dem Boden. Ja. Und ja. Hast du was? Ja, Dreck. Das hättest du auch liegen lassen können. Deswegen brauchen also wir nicht bücken. Wir hatten ein Schätzlein-Treffen. Wir haben uns mit einem Schätzlein getroffen am Sonnabend. Ja. Liebe Grüße gehen an dich, liebe Elke. Das war richtig schön. Super gewesen. Ja. Seht ihr im Mittwochsvideo auf jeden Fall kleine Ausschnitte. Und auf dem Nachhauseweg. Oh, jetzt ist es auf dem Boden hier tropft. Auf dem Nachhauseweg bin ich umgeknickt und ja, einfach hingefallen dann, ne? Einfach so? Ja. Wenn es irgendwo ein Erdbeben gab, Leute, sorry. Ja, bin ich, wie sagt man, rechts umgeknickt und dann bin ich irgendwie so voll, irgendwann merkst du, du kannst halt dich nicht halten, nix, ne? Dann bin ich halt voll auf die linke Seite gefallen. War komisch. Erst waren sie neben mir, auf einmal waren sie weg.
Ja, und da kam dann auch noch ein junger Mann, was ich auch überhaupt ja nicht vermutet hätte, weil normalerweise kenne ich das alles anders, ne? Und er Ja. kam dann und wollte auch sofort helfen, fragte mich, ob ich Hilfe brauche, was ich verneinte, weil ich brauchte keine Hilfe. Fand ich aber total lieb, ne? Und er fragte, sind Sie sicher? Ja, war ich ziemlich sicher, brauchte ich keine Hilfe. Weil ich habe ja nur Schätzelein und Uwe dabei gehabt, ne? Aber auch da, ich brauchte keine Hilfe, war für alles in Ordnung. Aber dafür tut jetzt meine Hüfte wieder weh. Mein linker Arm tut weh. Oh. Aber schön war's. So, wo ist denn das hingekleckert? Hier unten, Schatz. Ich muss mal kurz auf. Machen. Kommst du da besser ran? Ja. Komm mal zwischen meine Beine. Das Niveau sinkt. Dankeschön. Bitte. So, also bei mir sieht es jetzt in Ordnung aus, finde ich. Ich gucke jetzt mal eben noch auf die Uhr. Wir haben im Community-Handy auf jeden Fall Fragen. Und die wollen wir jetzt gleich mal beantworten. Und zwar hat uns ein neues Schätzelein geschrieben. Die liebe Lena hat uns geschrieben. Liebe Lena, ich werde den ersten privaten Teil jetzt nicht vorlesen. Aber ich freue mich, dass du zu uns gefunden hast. Ich hoffe, du fühlst dich nach wie vor wohl auf dem Kanal und hast ein bisschen Spaß an den Videos. Und ich hoffe, wir haben jetzt gleich Spaß an deinen Fragen. Ich habe Ja. mich da wirklich sehr darüber gefreut, dass du Fragen gestellt hast. Also, du fragst, worauf bist du selbst in deinem Leben so richtig stolz? Also, du zuerst oder ich? Mach du. Ich muss noch überlegen. Ach so, also ich bin zufrieden, dass ich Susi abgefangen Und habe. zufrieden. Ich bin stolz, dass ich sie abgefangen habe. Also, na sage mal. Ja, dass ich sie mir hier angelt habe, sagen wir mal so. Das ist das, worauf du so richtig stolz bist. Ja, Außer wie süß, ja. Dankeschön. Ja, worauf bin ich denn stolz? Also na, in erster Linie natürlich auch schon, dass ich den Uwe natürlich ja, abgefangen habe ich ihn ja nicht. Ich habe mich aber dann irgendwann doch entschieden, mich darauf einzulassen. Und da bin ich auch schon stolz drauf, weil ich wusste ja noch nicht, was das für eine Type ist, ne? Das hat sich ja eigentlich mit der Zeit erst so rausgestellt, was für ein Glücksgriff das streckenweise war. Streckenweise. Ah, die Mädels verstehen mich. Ich hoffe. Nein, das ist schon wirklich toll. Aber ist das was, worauf man stolz ist, oder? Ich wäre. Also ich bin einfach stolz, dass ich einen Führerschein gemacht habe, dass ich meine Lehre beendet habe, dass ich den Krebs besiegt habe. Also da bin ich am allerglücklichsten und richtig stolz drauf, vielleicht auch die richtige Entscheidung diesbezüglich getroffen zu haben, weil kurz vor der OP war ja noch eine Entscheidung zu treffen, ne? Entweder so eine 50-50-Entscheidung. Und das war rückblickend jetzt dann die richtige. Und ja, das sind so Dinge, die mich stolz machen. Mich macht stolz, dass ich loslassen kann, wo ich einfach merke, dass das keinen Sinn mehr hat, an irgendwas festzuhalten. Wie jetzt mit meiner Familie, dass ich dir einfach den Rücken gekehrt. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann, aber in der Situation, in der ich war, macht mich das stolz, dass ich Ja. den Arsch in der Hose hatte und gesagt habe, ihr könnt mich mal. Ne? Das ist, ja, schwierig, keine Ahnung. Also mir ad hoc fällt mir da jetzt auch nicht mehr ein. Also ich bin einfach stolz, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es ist. Es ist völlig in Ordnung. Ich würde fast alles wieder genauso machen. Das Einzige, was ich natürlich, aber das ist ja nicht Frage gewesen, aber ich würde halt zusehen, dass ich gesünder zu meinem früheren Ich, dass ich gesünder irgendwie lebe, ne, dass ich da irgendwie das eher erkenne. Ne, das habe ich ja halt einfach nicht so erkannt, weil mir das ja auch nicht so beigebracht worden ist. Aber das ist ja eine andere Sache. Ja, das sind so Dinge, auf die ich stolz bin. Ich bin stolz, wohlgeratene Katzen gehabt zu haben, wo man immer sagt, Katzen kann man nicht erziehen, aber ich bin stolz darauf, behaupten zu können, ich habe meine Katzen erzogen und genauso, dass wir so einen tollen Hund wie Kira haben, das macht mich unfassbar glücklich und stolz. Und dass es bestimmte Menschen in meinem Leben gibt,
die ich, ja, die mich einfach glücklich machen. Sowas macht mich stolz, sowas erreicht zu haben, ist jetzt ja auch nicht gang und gäbe, ne? Nee. Also das ist nicht mehr kein Normalfall. Ja, jetzt habe ich so viel dazu erzählt, Schatz. Hast du da noch was zu sagen? Du hast alles erzählt. Okay. Frage 2. Was ist deine allerschönste Erinnerung? Na, Anna, schönste Erinnerung, dass Ich ich glaube schon dich, die die Hochzeit. Hochzeit, Ja. na klar. Also die war schon toll, Na weil sie ja gut. halt auch in so einem kleinen Kreis war Ja. und Ohne für den Tamtam. ja, aber ich habe ganz viele wunderschöne Erinnerungen. Aber doch, das würde ich halt auch sagen, die Hochzeit. Ja. Also die war schon toll. Ja. Frage 3. Was ist etwas, das du gerne tun würdest, dich aber noch nie getraut hast? Also, zuerst habe ich einen Kopf gehabt, Bungee springen. Aber nee, dann reißt das Seil und nee. Ja, davor hätte ich auch Schuss. Dann mit Kopf zuerst in Beton landen und das war es, wa? Ja. Nee. Aber der zweite würde mir entweder so eine Luftballonfahrt, Nein, um Gottes Willen. doch sowas, oder Fallschirmspringen. Das würde mich auch noch reizen. Oh, jetzt hast du mir meins weggenommen. Ach so, Entschuldigung. Weil das, was ich unbedingt machen möchte, aber das habe ich ja in den anderen Videos schon mal beantwortet, weil so eine Ja. Frage kam schon ein paar Mal. Das ist tatsächlich so ein Fallschirmsprung. Also, das würde ich super, super gerne machen, traut mich aber jetzt halt auch noch nicht wegen meines Gewichtes, Weil du zu ne? leicht Da bist. hätte ich schon Schiss, dass ich zwar runterkomme, aber nicht so, wie ich es mir wünsche, ne? Ja. Das ist das, was auf der Bucketlist steht, bei mir Fallschirmspringen. So, und Frage 4, was war die beste Netflix-Serie, die du je gesehen hast oder auch woanders gesehen hast? So, das war es erstmal. Viele liebe Grüße. Also erstmal liebe Grüße an dich zurück und ich freue Ja. mich so sehr, dass du da Fragen gestellt hast. Ja, Netflix gucken wir nicht, habe ich nicht gebucht. Wir gucken Amazon Prime oder... Ja, oder halt Kabelfernsehen, ne? Aber meistens Amazon Prime, wenn wir was gucken. Ja. Und die beste Serie, die ich eigentlich jemals gesehen habe, ist für mich Game of Thrones. Also das ist für mich die allerbeste Serie, die ich richtig gesuchtet. Ich habe da jedes Jahr immer hingefiebert, dass die nächste Staffel kommt. Und ich bin unfassbar traurig, dass die Staffel zu Ende ist. Ich meine, die Bücher, gibt ja viel, viel mehr Bücher, außer das Lied von Eis und Feuer. Man könnte da ja noch mehr verfilmen, ne? Aber die fand ich schon richtig toll. Game of Thrones, das ist meine allerliebste Serie. Entschuldigung, Kira. Ja. Und bei mir ist es die Wikinger. Ja, so Vikings. Ja, Der so Teig auch Vikings. fand ich richtig cool, Er war ja. auch cool. Ja. Ragnar Lodbrok. Stark gewesen. Auf jeden Fall, Alle ja. gedreht. Tag auch gefeiert. Im Moment gucken wir über Amazon Prime auch gerade eine 5-Staffel-Serie. Wir sind gerade in der ersten Staffel, weiß ich nicht, Folge 7 oder was. Und zwar Sieben, Person of Interest. Also Leute, die ist so Sind gespannt, mega, ja, ja. richtig spannend. Ja. Ihr fällt mir unfassbar gut und ja, keine Ahnung, guckt euch die ruhig mal an, wenn ihr auch Amazon Prime habt. Ob das auch was für euch ist, schon Man spannend und dauert, da kommt auch, da dauert auch nicht lange, dass man das, man kommt sehr schnell rein. ja, und es Sehr schnell. greift auch auf frühere Folgen, Ja. kommen dann in späteren Folgen, greift das mit zu. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Ja, das ist spannend. toll, ja. Also das ist so, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja Liebsserie und Ja, das ist ja. The Vikings und Game of Thrones auf jeden Fall. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsserien sind, egal wo ihr die geguckt habt. Ja, das interessiert mich. So, dann haben wir noch Fragen von der lieben BBP. Auch hier lieben Dank, liebe Bibi, dass du Fragen gestellt hast, beziehungsweise ein paar. Du wolltest nämlich gerne wissen, warum heißt die Hummelgang Hummelgang und wie ist sie entstanden? Ja. Also, ich habe schon immer mich bezeichnet, oder beziehungsweise ich wurde ganz oft bezeichnet als die Hummel ohne Flügel, weil ich halt flauschig bin, Leute, ne? Ist ja klar.
Und ich war schon immer die Hummel ohne Flügel. Und der Uwe und ich, wir haben im Garten gesessen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was der Uwe macht. Ich kann sein, dass das sogar die erste Folge von den Vlogs war. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ich glaube, da ist die, ist das auch zu sehen, wie das entstanden ist. Wir saßen halt im Hof und dort flogen lauter Hummeln um uns herum, beziehungsweise an den Blumen. Und ich habe das irgendwie so erwähnt, guck mal, da sind so viele Hummeln oder irgendwas. Ja. Und irgendwie kam man da drauf. Und dann hat gesagt, irgendwie, das ist ja eine Hummel-Ging. Ja. Weil ich die Oberhummel ohne Flügel bin. Und, ja. Ja. Und so kam das. Und dann hat gesagt, Mensch, dann seid ihr ja die Hummel-Ging. So kam das tatsächlich. Ja. Also eigentlich sehr unspektakulär, muss ja, ich jetzt mal sagen. So aber raus und das, halt. Genau. War halt so einfach gedacht nur. So ist es entstanden. Und dann möchtest du gerne wissen, was sind euch bekannte Museen in Berlin und welche habt ihr schon besucht? Oh. Naja, also. Ja. Mach du. Ja, das alte Museum. Ja. Das ist ja am Lustgarten und das alte Museum ist ja so eine Klassi. Wie heißt das? Klassi. Klassische Museum. Ich kann das nicht aussprechen. Klassizistische. Oh mein Gott. Es gibt wirklich Worte, die ich nicht aussprechen kann. Dann lass es sein. Das gehört dazu. Ja. Also, dieses ist ein Museum, was halt antike Sammlungen ausstellt. Es ist ein altes Museum. Ja. Da war ich auch schon drin und das ist sehr interessant. Jetzt du, Schatz. Ich war Pergamon-Museum. Ja, Pergamon-Museum, auf jeden Fall. Und dann war ich hier. Das ist ja das, wo die ägyptischen Geschichten zu begutachten sind, ne? Und dann war ich Verkehrsmuseum. Ja. Technikmuseum war auch. Technikmuseum. Naturkundemuseum war auch. Und dann waren wir DDR-Museum? DDR-Museum, ja. Siehste, Elke, das hätten wir dir auch sagen können. Ja. Ins DDR-Museum. Ihr wart ja nur schon an der Friedrichstraße. Hatte ich nicht auf dem Plan. Aber das DDR-Museum ist auch so ein bisschen, man erwartet mehr, als es zu sehen gibt, weil es ist schon so, als wenn man einfach nur durch eine Altbauwohnung läuft und da sind halt Dinge ausgestellt. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr interessant, weil es alle Original-Sachen sind, womit damals die Menschen geflüchtet sind oder ein Trabi ist da, wo man sich fotografieren kann mit dem Trabi und ja, also es ist schon interessant. Ja, schon, wenn ihr mal nach Berlin kommt, ne? Ich hatte zuerst, wie das hieß, das DDR-Museum, dachte ich, das ist größer, aber ja. Ist okay, reicht ja auch. Man ist, die Geschichte ist da drinne. Ja, man erwartet einfach so eine Art richtig Museum, ne? Ja. Das ist so. Na gut, Dreizimmerwohnung. Also, ja, man ist, es ist wirklich so, als wenn man durch eine Altbauwohnung halt läuft, ne? Wo waren wir denn noch drin? Nationalgalerie? Ja. Waren wir, also, aber das ist gut, man muss halt. Plastiken und Malereien mögen. Ne? Für mich war es jetzt, ja, ich bin mal drin gewesen und bin da eher so ein Kunstbanaus. War jetzt nicht so meins. Ansonsten, ich versuche immer so ein Planetarium und sowas, das gehört ja jetzt nicht zu Museen. Körperwelten kenne ich aber nicht drin, weil mir das zu gruselig ist. Weißt du, der die Leute da so abgeschlachtet, nein, der stellt die aus quasi, so, die Toten, die Plastiken. Ja, so war das. Ja, und natürlich Schloss Charlottenburg, da kann man halt auch reingehen, sich das Schloss und so was angucken, das ist auch schon so eine Art Museum ist das schon, ne? Ja, würde ich sagen. Und das ist auch sehr schön und da haben wir ja auch unsere Hochzeitsbilder gemacht im Übrigen. Schloss Charlottenburg. Ja. Ja. Dann sind aber Museum geht man ja meistens nur, wenn schlecht Wetter ist. Ja. Bibi, vielen lieben Dank für deine Fragen. Ich hoffe, du hast da ein bisschen Inspiration gekriegt, falls du in Berlin Urlaub planst und in irgendwelche Museen möchtest. Die sind schon echt schön, ne? Ja.
Ja, und das Naturkundemuseum finde ich halt auch toll. Ja, Oder, das ist wirklich gut. ja, oder dieses nicht das Technikmuseum, was hast du denn zuerst gesagt? Hier, wo du auch mit Kindern trainieren kannst, wo du alles anfassen kannst. Ist das das Technikmuseum, wo du alles anfassen kannst? Ja. Ja, zum Ausprobieren und so. Ja. Ja, ist schon mega. Dann haben wir noch eine Frage, die beinhalten aber 10 gestellte Fragen. Schaffen wir das? Ja, wir haben ja erst. Ja. Ja, das schaffen wir noch. Und zwar muss ich erstmal gucken, wer hat mir die denn gestellt? Die Saskia. Liebe, liebe Grüße an dich, Saskia. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und du fragst uns, welches welches Sternzeichen seid ihr und glaubt ihr an kosmische Verbindung? Sprich, dass bestimmte Sternzeichen gut matchen. Also ich bin Stier. Ich bin Wassermann. Und angeblich matchen Stier und Wassermann überhaupt Überhaupt nicht. nicht. Aber was soll ich euch sagen? 25 Jahre, ja? Mord und Weil Totschlag. es nicht matchet. Ja, also ich glaube jetzt nicht wirklich an kosmische Verbindung, weil auch Nee. diese ganze Astrologie, was so den Sternzeichen nachgesagt wird, also die Charaktere und sowas, die sind alle so schwammig geschrieben, dass sie irgendwie, so ein Horoskop, irgendwie auf alle passt. Ja. Ja, aber mit diesem Matchen, ich weiß nicht, ob das wirklich Sternzeichen abhängig ist, ob ich das daran machen möchte oder ob Ich es glaube doch das eher der nicht. Mensch an sich ist, der denn nicht matcht. Ich glaube, das ist der Charakter. Ja, also so richtig glaube ich da nicht dran. Nö. Aber auch hier könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an sowas glaubt. Ich glaube nicht. Das sind diese berühmten 3 Sekunden und das Verhalten natürlich auch von irgendjemandem, ob das Die passt oder nicht berühmten passt. 3 Worte. Ich Liebe liebe dich. dich. Ja, also ich glaub's nicht. Glaubst du das? Nee, ich glaube da auch nicht Okay. dran. Zweitens, was ist euer Lieblingskuchen? Und könntet ihr diesen im Video backen und das Rezept mit uns teilen? Ja, ich wollte ihn bloß essen. Aber das habe ich doch schon. Na. Mein Apfelblechkuchen ist hier verlinkt. Und meine Torte. Käse-Sahne-Mandarintorte ist Oh. auch unter den Rezepten zu finden. Das ist sehr, 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 sehr lecker. Also Quark-Mandarintorte nennt die sich, ne? Ja. Und mein Käsekuchen ist auch Ja, also Kuchen Ende ist Gelände. Also genug das, drin zu aber das essen. sind die, die ich am liebsten mag und die natürlich schon längst alle abgedreht, ne? Den Pflaumenkuchen haben Einfach, wir, glaube ich, auch gemacht. der Pflaumenkuchen ist aber dasselbe Apfelkuchen. wie der Apfelkuchen vom Teig her. Ja. Da kannst du ja raufschmeißen, was du willst, ne? Ja. Wie gesagt, einfach, ich verlinke euch die Playlist von meinen Rezepten und da stöber einfach mal durch. Da gibt es wirklich genug zu entdecken und natürlich unsere Lieblingskuchen. Ist es denn auch dein Na Lieblingskuchen? klar. Ja, süße. So. Dann Frage 3. Seid ihr Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer? Und was braucht ihr unbedingt, um gut schlafen zu können? Ruhe. Also, ja, das stimmt. Ich bin Ruhe. Seitenschläfer. Und als ich weniger Bauch hatte, war ich Bauchseitenschläfer. Also, es ist nicht so richtig auf dem Bauch gelegen, aber auch nicht richtig auf der Seite. Ich kann euch das schlecht vormachen, aber grundsätzlich bin ich Seitenschläfer. Ja. Und du auch, Wenn wa? ich jetzt Bauchschläfer wäre, könntest du mich drehen. Aber der Uwe, der Ich schläft auch schlafe gerne auf auf der dem Seite. Ich Rücken. bin Seitenschläfer. Und Rücken. Ja, aber Rücken ist Rücken meine Welt. kann er nicht mehr, weil Wegen der Maske. wegen der Maske, ja. Deswegen, wir müssen uns wirklich mal ein Regal übers Bett machen, dass du dein Ja. Gerät oben drauf machen kannst, dass der Schlauch halt Ja, das von kann ich oben auch kommt, machen. ne? Dann kann ich schön schnarchen hier. Ja, also Seitenschläfer sind wir beide und Uwe Ja. gerne Rücken und ich gerne halb Bauchseite. So, was braucht ihr unbedingt, um gut zu schlafen? Ich brauche unbedingt mein Kuschelkissen. Ich habe da so ein kleines Kuschelkissen, so ein 40x40 Kissen. Das muss ich mir immer hier zwischenstopfen. So, ich Ja. habe das immer so unterm Hals, Kinn so und ohne das kann ich nicht schlafen. Nee, ich Das nicht. ist ganz merkwürdig, ja. Ansonsten brauche ich nicht weiter, außer Ruhe, ne? Ja, Ruhe, Ja. Ruhe, Ruhe. Ja, also so ist die Antwort. Frage 4 habt ihr.
Hast du noch was zu sagen? Ja, ich hatte ab und zu mal so einen Anfall. Ich brauche dann, wenn ich mich auf die Seite lege, den Zippel, den stoppe ich mir dann zwischen der Hand und Gesicht. Da lege ich mich dann manchmal auf, aber nur selten. Der Uwe, der liegt ja wirklich mit seinem Kopf so in seiner Hand. Das könnte ich gar nicht, weil mir das am Ohr... Immer. Ja, nee, weil das am Ohr, das wäre mir zu komisch. So, Frage 4. Habt ihr Eigenarten, wie zum Beispiel ich? Ich kann zum Beispiel nicht ohne schlafen, beziehungsweise generell ohne Socken. Auch im Sommer fühle ich mich unwohl. Oder ich muss, wenn ich weggehe, immer die Haustür mehrmals überprüfen, dass sie zu ist. Ja, also Haustür fühle ich, da muss ich auch mal dran rütteln und gucken, ob die wirklich zu ist. Ansonsten habe ich eigentlich wenig solche Macken, ne? Ich habe halt die Macke, dass ich, wenn der Uwe mein Kissen aufgeschüttelt hat, oder egal wer, ich muss das immer nochmal nachschütteln, ja, das muss... Das ist immer Ratte. Das ist wirklich eine Macke, die ich da entwickelt habe, aber das ist halt so. Ansonsten, wenn der Kopf nicht richtig liegt, kann ich nicht schlafen. Also muss ich das so machen, dass das für mich richtig ist. Ansonsten... Ja, da bin ich ja. Nicht wirklich, ne? Nee. Ich glaube, ich habe keine Marotte. Doch schon, aber fällt mir jetzt nicht ein. Wird schon was sein. Also mir fällt tatsächlich jetzt auch nicht ein, was du für Eigenarten hast. Also Uwe hat Eigenarten, aber es gibt ja auch gewisse Dinge, die trägt man nicht in die Öffentlichkeit, ne? Ja. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Nee, also seine Macke, die ich jetzt finde, die Uwe hat, ist, dass er trägt Hosenträger, aber schämt sich dafür, dass er sie trägt. Für mich ist das eine Macke. Weil entweder stehst du dazu oder lässt es sein und trägst einen Gürtel. Aber das ist ganz oft, wenn ich dann die Kamera anschalte, dann geht zack die Hosenträger runter. Wo sind die denn jetzt, Uwe? Oh. Kann ich auch so machen. Sind versteckt. Das ist mein BH, ja. Ja, ich aber halt keine Ahnung, ob man das als Eigenart oder so bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ja, ich finde es aber irgendwie niedlich. Dabei sieht das schon toll aus, so. Ich habe da Gürtel, habe ich ja auch, so ist es ja nicht. Aber wenn ich mir eh mal bücke, dann habe ich den. Bauarbeiter-Dekolleté. Erstmal das da und dann habe ich den Hintern in die Knie gehen. Oh. Weil der drunter rutscht. Nee. Ja, das ist schlecht, ja. Durch die Mumme hält es nicht. Hm. Na gut. Frage 5. Auf welchem Konzert wart ihr zuletzt? Da muss ich echt mal überlegen. Ja, kann ich dir sagen. Das war Peter Maffay, ne? Nein. Nein? Auf welchem Konzert waren wir denn zuletzt? Na. Mann! Na? Udo Lindenberg. Ja, Udo Lindenberg. Kam jetzt nicht auf den Namen. Udo Lindenberg. Das war das letzte ja, das Konzert. Ja, das war das letzte Konzert. Jo, wisst ihr Bescheid. Was sind eure Lieblingsblumen? Also ich liebe unfassbar Pfingstrosen, einfach weil die so geil aussehen. Aber ich habe ganz viele Lieblingsblumen. Natürliche Rosen finde ich sehr, sehr schön. Ja, mit Dorn wahrscheinlich. Gardenien finde ich toll vom Duft. Die sind so betörend. Ja. Aber Pfingstrosen, Flieder. Ja, siehst du, Uwe mag Flieder unfassbar gerne. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Ja. Leider. Aber ja, ich finde Pfingstrosen sehr einfach toll aus. Ja. Hibiskus, liebe ich, ja. Aldi hat jetzt gerade Kübelpflanzen heißen, die war. Kübelpflanzen gekriegt. Ja, und wir haben uns jetzt Klematis geholt für unsere Kletterstangen da. Ja. Aber die haben auch ganz tollen Hibiskus da und Oleander und sowas. Also, ich war ja heute da und der Hibiskus sah nicht gut aus. Der war mir sehr vertrocknet. Naja, jedenfalls sowas halt. Ich mag das halt sehr, ja. Aber ich würde an erster Stelle immer Rosen und Pfingstrosen nennen, weil die einfach ultra aussehen. Ja, und Pfingstrosen sind schon toll, ja. So, welche Musik hört ihr? Achso, du musst erstmal sagen, welche du toll findest. Außer finde alle Blumen schön. Außer Kakteen. Warum? Nee, Kakteen, nicht die Pieken. Ach, welche Musik hört ihr? Und Dick mich leiden kann, sind Erika. Die absolut nicht. Weil meine Mutter Erika heißt. Nee, hat damit nichts zu tun. Na gut.
Aber so. Ich finde das Heidekraut jetzt nicht so schlimm. Das sieht auf dem Balkon sehr schön aus. Na schön. So, welche Musik hört ihr, Schatz? Du hörst? Oldies. Schlager, ja. Schlager. Hörst du noch andere Genre gerne? Ja, von dir Musik. Leute, das kann man falsch verstehen. Ich mache keine Musik. Nee, aber... Nee, ich höre ja einen Schlager. Ja, also ich höre Pop und Rock natürlich sehr gerne und New Country oder Modern Country, keine Ahnung, ich denke, das heißt New Country, finde ich auch sehr toll. Ab und zu, weil wenn Uwe Schlager hat, ja, das hat mich ja durch meine Kindheit begleitet und ich finde natürlich Schlager auch schön. Aber nicht so diese Moderne, das mag ich wieder nicht, nee. Wo ein Lied sich anhört wie das andere. Ne? Das nee, ist ja, die hören sich alle irgendwie gleich und an. Und dann vor allem, wenn das ist das recht nicht. Mhm. Aber Rock, Pop, sowas halt. Ne? Die Charts halt hoch und runter. Und natürlich New Country. Ich lieb's einfach. So. Dann möchtest du wissen, worüber könnt ihr so richtig lachen? Also ich schmeiß mich weg über Flachwitze, ne? Ja. Also so richtig flache Witze. Ja. Könnte ich mich wegschmeißen, ja. Nicht über jeden, aber schon. Das ist so. Ja, sind schon welche mit bei, wo man sagt. Situationskomik, ja. Da könnte ich mir einpullern manchmal. Das ist also, wie ich da jetzt gefallen bin. Das ist, ich musste auch erstmal richtig lachen. Das ist. Ja, klar. Erstmal musste ich mich sammeln, hab mal erstmal auf den Boden hingesetzt und dann musste ich lachen, weil das. Ja. Das ist natürlich auch peinlich gewesen. Aber über sowas könnte ich mich... Und leider keine Kamera gehabt. Zum Glück. Ja. Über sowas könnte ich mich halt wegschmeißen. Ne? So, Schadenfreude ist schon groß, natürlich auch bei anderen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich einen Schaden habe, dass andere über mich lachen. Also mir ist einfach nur wichtig, dass man nicht von vornherein, sondern sich erstmal überzeugt, ob auch alles in Ordnung ist, wenn sowas ist. Ne? Über was lachen wir denn noch so? Ja, wer Witze. Ich könnte mich auch über Kira tot lachen, wenn die manchmal irgendwelche Anwandlungen hat. Heute hat sie wieder eine Anwandlung gehabt. Wenn sie wieder Flummi spielt, ja, und ja. Vom Boden abheben möchte, also ja, das ist schon toll. Ja, sowas lieb ich. Und Uwe auch. Ja, wir waren heute Morgen Gassi, nee, jetzt mittags Gassi. Und da ist so ein Garten und dahinter ist so eine Zaun. Und hinter den Zaun sieht sie natürlich nicht, wer das ist, aber dann sind es wie Pudel, sie kennt sie auch. Und wenn sie dir hört, dann rennt die den hoch und runter den Zaun. Dann hopst die immer. Ich denke, ich will mal einen schafft, über den Zaun zu hopsen, aber so kräftig ist sie nicht. Wir müssen langsam zum Ende kommen, ja. Denn wir haben ja noch zwei Fragen. Ach so, du fragst nämlich noch, habt ihr schon mal eine Berühmtheit getroffen? Ja. 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 Wen hast du getroffen? Mann. Also wenn Uwe das sagt, was ich jetzt denke, dann haben wir beide diese Berühmtheit getroffen. Ja. Ja, meinst du den? Ja, klar meine ich den. Henry Maske. Ja, die gibt's nicht. Henry Maske. Lucy von den No Angels habe ich schon getroffen. Denn diese Society-Lady, Sibylle Weichenberg, habe ich getroffen. Terence Hill ist mir über den Kudamm entgegengekommen. Pierce Brosnan habe ich schon getroffen. Der saß, getroffen ist gut, gesehen, er saß halt im Restaurant und aß. Und da stört man natürlich nicht. Also so viel Anstand habe ich, dass ich da nicht störe. Wen haben wir denn noch getroffen? Habe Kerkeling halt getroffen in der Urania damals. Da hatte der einen Auftritt und mein Stiefvater hat in der Urania gearbeitet. Und ja, da war es natürlich ein leichtes, an so Promis ranzukommen. Und der Habe Kerkeling, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und der ist überhaupt nicht so aufgedreht, wie man ihn kennt, nee, sondern eher introvertiert. Mhm. Man mag es gar nicht glauben, ne? Aber der ist wirklich eher in sich gekehrt. Ja, wen hat der noch getroffen, Schatz? Inge Meisel? Hat tatsächlich auch schon getroffen. Die drei von Grill? Nee, das... ich weiß. Da hört es jetzt auch schon auf. Und natürlich die Menschen, die ich auf Konzerten gesehen habe, aber das ist ja kein Treffen in dem Sinne.
Wen hat denn noch alles auf dem Flughafen mal gesehen? Ach, da reicht ja erstmal. Ich denke auch. Also mehr fällt mir da jetzt auch ehrlich gesagt nicht ein. Also schon ordentlich, was uns hier in Berlin so begegnet. Das ist halt, wenn du so eine große Stadt, Hauptstadt auch noch bist und ja, da luft dir sowas schon mal über den Weg auf jeden Fall. Ne? Und dann muss man sich trauen, die Leute auch anzusprechen, wenn man ein Autogramm oder ein Foto oder irgendwas möchte. Ja. Du fragst dann die 10. Frage noch, könntet ihr diesen Satz beenden? Leben bedeutet für mich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Leben und leben lassen. Das bedeutet für dich Leben? Ja. Und dann auch, für mich bedeutet Leben, ungeahnte Möglichkeiten zu haben. Für mich bedeutet Leben, zu lieben, geliebt zu werden. Gut, Liebe ja. Schenken. Das ist, für mich ist der Sinn des Lebens an sich, ist doch nur... Gutes geben. Naja, geliebt zu werden ja. und Liebe zu geben. Ja. Mehr braucht man doch ja nicht. Nee, stimmt. Also man gut. stellt ja immer wieder fest, wie verschwindend wenig man eigentlich benötigt, um glücklich zu sein. Und deshalb bedeutet für mich Leben wirklich Liebe ja. geben und Liebe empfangen. Das ist, ja. das, ja, mehr braucht stimmt. man eigentlich ja nicht. Das bedeutet für mich Leben. Auch hier könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was für euch Leben bedeutet. Liebe Saskia, vielen lieben Dank für die tollen Fragen. Und du hast hier noch geschrieben, übrigens, eure Abspannmusik von euren Videos erinnert mich immer an Weckertöne. Es ruft bei mir jedes Mal das Gefühl hervor, Achtung, du musst jetzt aufstehen. Na gut, ich verspreche dir, liebe Saskia. Wir halten das so. Ich werde mal nach einem anderen Abspannmusik suchen. Aber ich möchte mich jetzt erstmal an dieser Stelle für eure tollen Fragen bedanken. Das waren ja. jetzt die letzten. Ihr könnt mir gerne das ja auch nochmal schreiben, wer bis hierhin geguckt hat, ob ihr Bock habt, nochmal auf dem Live-Maskenmontag. Haben wir nämlich schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ihr schreibt das jetzt in die Kommentare und in der Zeit, wo ihr das in die Kommentare schreibt, nehmen wir uns die Maske jetzt vom Gesicht und wir sehen uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Genau. Frisch geföhnt, ne? Wie immer. Ja, und was sagst du, Schatz? Ja, also meine Haut fühlt sich auch richtig super. Gut an, richtig schön gepflegt. Also den Job hat die Maske toll erledigt, ja. denn sie soll ja eine pflegende Wirkung haben ja. und meine Haut fässt sich total weich ja. an. Ja. Richtig angenehm und gut gepflegt, also ja. gut genährt auch und alles super. Also von mir gibt es zwei so Daumen für die Maske. An dieser Stelle nochmal, liebe Daniela, herzlichen Dank, dass wir die Maske ausprobieren durften, dass du uns die mit damals in dem Adventskalender gesteckt hast, weil ich glaube, da wäre ich so jetzt wahrscheinlich vorbeigelaufen. Ja. Ja. Aber das glaube ich nicht, die blinkt. Ja, die, ja, hast recht, die blinkt. Die, wahrscheinlich hätte ich sie doch mitgenommen, keine Ahnung. Ja, Leute, wir sind jetzt am Ende angelangt. Maske hat uns gut getan. Ja. Also du siehst auch, wie erholt aus und auch richtig schön gepflegt. Ne? Ja, also die Haut fühlt sich einfach genährt ja. an. Ne? Ja. ja. Das Rötliche, was man jetzt im Gesicht hat, kann jetzt sein vom Abwaschen. Ne? Das ja, ist, also mir tut nichts weh. Tut nee. Dir irgendwas weh? Nee. nee. Alles in Ordnung. Ja. Also von mir eine dicke Empfehlung. Das war die Balea Kokos Pitaya Maske. Limited Edition. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. So sah mein Teil aus. Und so sah mein Teil aus. Aber du hier hast die ist Schrift dran. Da habe ich die Schrift. Die Schrift, ja. So, guck mal. So ja. sah die aus. Ja, schaut gerne, wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt, ob es die noch halt gibt. Ich bin sehr zufrieden. Und weil wir jetzt hier am Ende angelangt sind, sagen wir mal, wie immer, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben. Und schönen Dank fürs Einschalten. Nicht vergessen, der muss oben sein. Genau. Teilen, liken, tralala und hoppsasa. Ciao. Tschüss.